So, herzlich willkommen zum Video. In diesem Video wollen wir uns mit dem Horner-Schema auseinandersetzen. Wozu ist das Horner-Schema gut? Das Horner-Schema dient dazu, einmal den Grad des Polynoms zu reduzieren, ähnlich wie auch bei der Polynomdivision, mit dem Unterschied, dass wir mit Hilfe des Horner-Schemas, wenn wir Glück haben, eine Nullstelle finden können und wenn das geklappt hat, auch noch schon mal das Polynom passend vor faktorisieren können. Wenn wir ein Polynom vor uns haben und möchten die Nullstellen herausfinden, ist es natürlich immer gut, wenn wir das Polynom entsprechend faktorisieren können, ja, sodass wir die Lösung direkt ablesen können. Ja. Ich möchte jetzt hier direkt ans Eingemachte gehen. Als erstes zeichnen wir uns eine Tabelle. Ich wähle hier die Spalten entsprechend groß, dass ich auch Platz habe, um hier reinzuschreiben. Da brauche ich hier noch eine. Und zwar, Sie wissen vielleicht noch, bei der Polynomdivision müssen Sie eine Nullstelle kennen. Ja, zum Beispiel dann x minus x0, wobei x0 die Nullstelle ist. So. Ja. Nur wenn Sie bei der Polynomdivision eine Nullstelle verwenden, geht auch die Polynomdivision auf. Dieses x0 hier können wir bei dem Horner-Schema frei wählen. Ja, x0 ist gleich, ja, können wir frei wählen und können dann auch überprüfen, ob dieses x0 tatsächlich in Nullstelle ist oder nicht. Ja. Und haben dann auch hier die Möglichkeit, entsprechend hier eine Vorfaktorisierung zu erzielen. So, wir geben hier mal ein Beispielpolynom vor. Das hier mache ich noch mal weg. Sagen wir mal, wir haben ein Polynom vierten Grades. P4 von x ist gleich 3x hoch 4 plus 2x Quadrat minus 5x plus 10. So. Wir schreiben hier oben die Koeffizienten. Die ganzzahligen Koeffizienten schreiben wir hinein. Es müssen ganzzahlige Koeffizienten sein. Und zwar nach dem Schema hier an, hier an minus 1, hier an minus 2 und so weiter und so weiter, bis wir dann hier irgendwann Punkt, 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 a1 und a0 bekommen. Und in der Reihenfolge müssen diese Koeffizienten auch eingetragen werden. Wenn einer dieser Koeffizienten nicht vorhanden wäre, Beispiel. Wenn jetzt hier anstatt minus 5x hier einfach nur plus 10 stehen würde und nicht mehr irgendwas mal x, dann müsste ich für diesen Koeffizienten hier stellvertretend eine 0 hinschreiben. Ja? In unserem Fall machen wir das allerdings so. Ich trage jetzt hier die Koeffizienten ein. Einmal hier die 3, einmal hier die 2. Achtung, immer aufs Vorzeichen achten. Hier die minus 5 und hier die plus 10. So, hier unten kann ich dann die Koeffizienten meines neuen Polynoms bestimmen, wobei die letzte Spalte hier immer, die letzte Spalte ist immer der Rest R0. Ja? Bei der Polynomdivision, ich schreibe jetzt hier mal allgemein hin, bei der Polynomdivision kennen Sie das vielleicht noch so, x minus x0 mal pn minus 1 von x. So ähnlich sieht das jetzt hier beim Horner-Schema auch aus, nur dass hier dann noch zuzüglich hier plus R0, also dieser Rest hier noch dazu kommt. Ja? Ansonsten ist es, was diese allgemeine Darstellung hier angeht, identisch. Das mache ich jetzt auch nochmal, das mache ich jetzt aus Platzgründen, ziehe ich das hier etwas weiter unten hin. So, wie gehen wir jetzt hier vor? Jetzt kann ich hier das x0 kann ich frei wählen. Im Idealfall sollte hier als Rest 0 herauskommen. Sobald ich hier als Rest 0 habe, ist x0, was ich hier gewählt habe, auch tatsächlich Nullstelle. Ja? Bei der Polynomdivision haben wir ausschließlich, wenn wir wirklich eine Nullstelle haben, weil ansonsten geht die Polynomdivision nicht, haben wir ausschließlich 0 als Rest hier. Ja? Deshalb fällt das hier weg. So. Jetzt können Sie sich merken, wenn Sie ein Polynom mit ganzzahligen Koeffizienten haben, ja, das sind also ganze Zahlen hier, 3 plus 2 minus 5, 10. Wenn Sie ein solches Polynom haben, dann kann, die Betonung liegt auf
kann die mögliche Nullstelle ein Teiler des Absolutglieds sein. Also in diesem Fall von plus 10. Das heißt, es kann wirklich möglich sein, dass die Nullstelle, Quatsch, nicht die Nullstelle, sondern dass eine, zumindest eine der Nullstellen hier von diesem Polynom, das ist ja ein Polynom vierten Grades, das bedeutet, es kann bis zu vier Nullstellen haben. Und diese Nullstelle kann dann ein Teiler hier in dem Fall von plus 10 sein. Entsprechend können wir das wählen. Wir schreiben hier mal hin, wir haben hier 10. Daraus folgen dann die möglichen Teiler. Den unechten Teiler 1 kommt auch dazu, plus minus, weil wir es mit ganzen Zahlen zu tun haben. Plus minus 2 ist auch ein Teiler von 10. Und 5 ist auch, plus minus 5 ist auch ein Teiler von 10. Hier können wir das entsprechend auswählen. Fangen wir einfach hier mal mit 1 an. Mit plus 1 setze ich hier 1 ein. So, hier bei der ersten Spalte können Sie sich merken, können Sie direkt hier den Koeffizienten hier oben können Sie direkt übernehmen. 3 schreiben wir also hier hin. Dann geht es weiter. Wir ziehen jetzt anschließend, hoppla, wir ziehen jetzt anschließend, ziehen wir jetzt hier die 3 über quer hier rüber. Setzen Sie hier hin. Und multiplizieren es hier mit x0. x0 ist in unserem Fall ja hier 1, also kommt hier 3 heraus. Das addieren wir dann hier oben mit diesem Koeffizienten, also mit 2, das sind dann 5, schreiben wir hier hin. Dann geht es hier weiter. Wir haben dann hier die 5, die ziehen wir auch hier wieder über quer rüber, hier hin. Multiplizieren das auch wieder mit x0, also in diesem Fall mit 1, also 5 plus. Minus 5 ist 0. So, dann gehen wir hin, diese 0 ziehen wir jetzt hier wieder hier hin. 0 mal 1, also mal x0. Irgendwas mal 0 ist immer 0, plus 10. Na, 0 und plus 10 ist 10. So, wir haben hier jetzt also keine 0 herausbekommen. Es ist also hier, also können wir schon mal sagen, plus 1 ist keine Nullstelle und wahrscheinlich ist minus 1 dann auch keine Nullstelle. Wir bleiben jetzt aber hier mal stehen. Unser neues Polynom. Wir können jetzt also hier unser Polynom vierten Grades, P4 von x, was wir hier oben stehen haben, können wir jetzt in dieser Form hier schreiben. Nämlich x minus 1 mal, und jetzt hier einfach um den ersten Grad minimiert. Das heißt also, anstatt x hoch 4 haben wir jetzt hier x hoch 3. Hier die 3 ist der erste Koeffizient, 3 hoch x hoch 3. Anstatt hier x Quadrat haben wir jetzt hier einfach nur x stehen. Wir übernehmen hier die 5, also plus 5 x. So, dann geht es hier weiter. Hier anstatt x hoch 1, hier müssen Sie sich immer so eine 1 vorstellen, haben wir jetzt hier um 1 verringert, x hoch 0, irgendwas hoch 0, selbst 0 hoch 0 ist immer 1. Wir haben also hier einfach stehen minus 5. Quatsch, nicht minus 5, sondern wir haben jetzt hier einfach minus 0 stehen. Ja, also fällt das im Prinzip weg. Ja, dieser Teil hier minus 0 brauche ich nicht extra hinzuschreiben. Irgendwas minus 0 ist immer das jeweilige. Ja, das können wir auch nachweisen. Ja, sagen wir mal hier. Wir haben hier zum Beispiel 15 minus 0 ist 15. Ja, kann ich weglassen. Mache ich hier die Klammer dicht. Und jetzt schreibe ich hier noch meinen Rest hin und das ist 10 in diesem Fall. Die letzte Spalte ist immer der Rest. Dann kann ich dieses Polynom, was ich hier oben geschrieben habe, könnte ich dann auf die Artenbasis hinschreiben. Und wenn jetzt das da wirklich eine Nullstelle wäre, na, dann wäre das natürlich perfekt. Dann hätten wir es schon mal entsprechend vorfaktorisiert und könnten hier einfach entsprechend weitermachen. Problem ist, das ist aber nicht der Fall. Sinn ist es natürlich, das entsprechend so umzuformen, dass hier im Idealfall ein quadratisches Polynom herauskommt, auf was wir dann die quadratische Ergänzung anwenden können. Das wäre der Idealfall. Ja. So, das heißt, das können wir auch streichen. Verwenden wir mal 2. Probieren wir es mal mit 2 aus. Das heißt also, wir haben hier 3 mal 2 sind 6 plus 2 sind 8. 8 mal 2 sind 16. 16 plus minus 5, das sind dann 11. 11 mal 2 sind 22 plus 10 sind 32. Na?
Scheidet also im Prinzip dann hier auch schon aus. Ne? Wo sind wir hier? Da können wir noch die 5 ausprobieren. Dann kann ich noch die 5 ausprobieren. Und zwar 3 mal 5 ist 15. So, 15 plus 2 ist 17. Dann geht es hier weiter. 17 mal 5, das sind 85. 85 plus minus 5 ist 80. Dann geht es hier weiter. Im Prinzip können wir jetzt schon Stopp machen, weil 5 mal 80 sind 400 plus 10 sind 410. Ja. Das heißt also, in diesem Fall könnten wir hier die Nullstelle nicht auf die Artenbasis finden, weil, wie gesagt, nicht jedes Polynom, welches ganz rationale Koeffizienten hat, muss auch wirklich auch Nullstellen haben, die ganzzahlig sind. Entschuldigung, eben hab ich mich versprochen. Also nicht jedes Polynom, welches ganzzahlige Koeffizienten hat, muss auch wirklich ganzzahlige Nullstellen haben. Ich habe hier das Programm, kostenloses Programm, das nennt sich Graph, können Sie kostenlos runterladen. Auf meinem Kanal finden Sie da auch ein Einführungsvideo. Da kann ich diese Funktion mal plotten, dann sehen wir es direkt. 3x hoch 4 plus 2x Quadrat minus 5x plus 10. Ja, dann sehen wir, in diesem Fall hier hat dieses Polynom überhaupt keine Nullstellen. Ne? Es hätte jetzt auch möglich sein können, dass das Polynom eine rationale Nullstelle hat, also im rationalen Zahlenbereich. Hätte auch möglich sein können. Also in diesem Fall geht das nicht. Zum Thema Nullstellen im Übrigen. Wenn jetzt der Grad, können Sie sich mal merken, wenn der Grad eines Polynoms, können Sie sich ab, Polynom, wenn der gerade ist, wenn er gerade ist, hat das Polynom zwischen 0 und n Nullstellen. Es kann also auch keine Nullstellen haben. Ne? In diesem Fall haben wir es ja gerade. In diesem Fall hat ja das Polynom einen geraden Grad gehabt, nämlich 4, vierten Grades ist ja 4 ist ja gerade und es hat auch zugetroffen, wir haben keine Nullstellen. Wenn jetzt der Grad des Polynoms ungerade ist, dann hat es mindestens eine Nullstelle bis n Nullstellen. Also ein Polynom n-ten Grades kann bis zu n Nullstellen haben. Das liegt in diesem Fall daran, wenn wir hier unser Polynom haben, Pn von x für n, hoppla, muss ich hier anders schreiben, für n ungerade. So, und wir wollen jetzt hier das Verhalten mal angeben, welches das Polynom hat, wenn die x-Werte gegen minus unendlich gehen. So, da können wir hier rechnen. Das geht ja hier nach dem ersten Summanden im Prinzip, also an mal x hoch n, n ungerade, eine negative Zahl hoch einen ungeraden Exponenten ist immer eine negative Zahl. Das heißt, hier hätten wir eine negative Zahl. Und wenn hier der Koeffizient plus positiv wäre, dann würde in diesem Fall das Polynom gegen minus unendlich gehen. Ja? So, das würde dann wiederum bedeuten, wenn es gegen minus unendlich geht, ne, dass es dann natürlich logischerweise hier die x-Achse schneidet. Ne? Ja, und gerade bei un, das ist nämlich gerade der Fall, gerade bei ungeraden Exponenten, ne, ist dann die Potenz später auch negativ. Ne? Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist dann so gut wie 100%, dass also das Polynom irgendwie gegen minus unendlich geht, ne? Und dann hier auf jeden Fall die x-Achse schneidet. Ja? So. Ja, und aus diesem Grund haben wir dann mindestens eine Nullstelle auf jeden Fall, wenn der Grad des Polynoms ungerade ist. Wie gesagt, es können auch n Nullstellen sein. Ne? So viel also dazu. Wenn Sie Fragen zum Thema haben, können Sie die Fragen wie immer gerne über das Kommentarfeld stellen oder aber auch direkt per E-Mail. Und wenn Sie bei YouTube nicht registriert sind, ist das auch kein Problem. Dann können Sie sich natürlich auch über Facebook bei mir melden. Meine Facebook-Seite finden Sie in der Beschreibung des Videos. Sie ist aber auch nochmal im Kommentarfeld verlinkt. Ich würde mich über ein Abonnement freuen und bedanke mich an dieser Stelle recht freundlich fürs Zuschauen. Vielen Dank.